Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von GTA Vice City. Wir haben ja gerade bereits versucht, diese What's Mission going hier zu on? Tommy. starten Oh, good, und good. auch zu schaffen, allerdings mit mehr oder weniger Erfolg. Deswegen werden wir diese nun nochmal probieren. Big hugs for the old buddy. Waffen habe ich bereits gekauft. Da hing die Kamera ein bisschen, auch sehr interessant. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da jetzt so anstellen. Ja, jetzt müssen wir hier nur noch ein bisschen warten, bis da auch die. Ah, da kommen doch meine Freunde. So. Aber ich glaube, da müssten noch mehr als nur eine Person kommen. Ja, so zwei, drei, vier Gegner mehr. Vielleicht laufen die auch immer in die gleiche Zielrichtung. Hey, komm, wo bleibt ihr? Gerade war das auch ein bisschen anders. Da kamt ihr auch nicht so tröpfchenweise. One to cover your ass now, hey Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? So. Mein Gott. Okay, da und du. Und dann laufen wir da doch mal glatt hinterher. Und schauen, dass wir Lance diesmal ein bisschen besser kaputt kriegen. Ja, ich bin also am Ende. Das werden wir ja nun mal gleich sehen, wer jetzt wirklich wann wo am Ende ist. Erstmal wieder hier. Schauen wir mal, was denn jetzt hier noch so alles zu erledigen ist. Aber erstmal noch den netten Kollegen. Ja, das ist mir egal, ob du davon in der Schule genug hattest. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir dich hier kaputt kriegen. Du bist aber ganz schön hartnäckig, ne, Junge? Ja, und jetzt würde ich gerne hier ein bisschen Energie haben. Da ist ein Herzchen, das ist doch schon mal schön. Ja, die Zeitlupe dürfte jetzt auch gerne mal wieder weggehen. Eieiei. Ja. So, volle Energie ist doch mal schon mal was Feines. Wenn ich doch. Mein Gott, warum ist das denn so hartnäckig jetzt? Geht doch. So, jetzt haben wir den mal kaputt gemacht. Und jetzt muss ich was machen? Wieder zurück zu meinem Safe, ne? Weil die Mafia. Das Mafia-Geld geht doch schon ganz gut. Kann man hier die Autos zerstören? Ist zwar jetzt völlig irrelevant, aber man kann es ja mal machen. Vielleicht kommen da nicht so viele nach. Wer weiß, wer weiß. Okay, gehen wir jetzt einfach mal zurück. Die Uzi war eine gute Wahl, meiner Meinung nach. Was macht ihr hier? Nichts zu tun? Und warum kann ich jetzt hier nicht rein? Nur weil da wieder irgendwelche im Weg stehen. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier die Energie noch. Uiuiui. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing.
muss ich jetzt nur... Oh! Meine Energie war aufgefüllt. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit. And Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Ja, sehr schön. Das war GTA Vice City. Zumindest die Hauptmission. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt an Geld bekommen haben oder was jetzt überhaupt noch so zu machen ist, zu erledigen ist. Ich weiß natürlich, dass wir noch immer die eine Telefonmission machen dürfen, die wir seit ungefähr der zweiten Folge erledigen dürfen. Dann können wir noch den Malibu Club kaufen. Zumindest glaube ich, dass wir den jetzt noch kaufen können, weil ich sehe zumindest keine großen Probleme da drin, dass wir den jetzt nicht mehr kaufen können, nur weil unsere Mafia-Kollegen da waren. Dann natürlich noch Krankenwagen und die anderen weiteren Missionen. Aber immerhin haben wir es geschafft, das Spiel komplett durchzuspielen und das ohne, dass ich da auch nur eine Mission von kannte. Ja, okay, ich habe es ein bisschen angespielt, so mehr oder weniger früher damals. Aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich beim Spielen hatte. Mir hat es nämlich viel Spaß gemacht, ein sehr schönes Spiel. Und ja, ich frage mich gerade, warum ich das damals noch nicht so wirklich gespielt habe. Während im Hintergrund jetzt die Credits durchlaufen, kann man ja nochmal so ein bisschen hier alle Orte Revue passieren lassen. Wir waren ja schließlich nahezu überall, was jetzt auch dort angezeigt wird. Gut, gerade das Schwarze nicht, aber zumindest das, was man da gerade gesehen hat, wie diesen Springbrunnen, das war ja ganz am Anfang. Ja, die Szene kannten wir auch, da war sogar auch eine Mission, da mussten wir nämlich den Franzosen die Computerchips abnehmen, klauen, wie auch immer. Auf jeden Fall, dort waren wir auch. Haben uns dort durchgekämpft. Und nun sieht man nochmal, wie die ganzen Passagen nun aussehen. So manches Gebäude ist ja von uns auch mehr oder weniger abgerissen worden. Und ja, mal gucken, was als nächstes ansteht. GTA 3 ist ja gespielt worden. Driver, da gibt es ja auch noch ein paar schöne Spiele von. Während wir uns jetzt einfach mal hier den schönen Strand noch angucken. Warum ist ja eigentlich keine Menschenseele? Naja, muss man mal gucken, was es denn jetzt noch hier so alles zu bestaunen gibt in Vice City. Weil ich denke, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall noch in weiteren Parts sehen. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass einige von euch das gerne sehen würden. Und ja, mein abschließendes Fazit zu dem Spiel ist, interessanter Name, was man da so lesen kann. Plop, plop, plop. Mein abschließendes Fazit zu dem Spiel ist, es ist auf jeden Fall spielenswert.
sehr spielenswert. Es ist halt ein GTA, ne? Das heißt, es ist eigentlich schon so gesehen ein gutes Spiel. Ich will sie jetzt nicht ins Unermessliche vergöttern, GTA-Teile, aber es sind auf jeden Fall immer sehr solide Spiele, die man meiner Meinung nach auch gespielt haben sollte. Und wer GTA Vice City jetzt noch nicht gespielt hat, ich kann es ihm wärmsten empfehlen. Macht es einfach, schaut es euch mal an. Es gibt auf jeden Fall nebenbei oder nebenher noch sehr viel zu entdecken. Es gibt auch wieder Päckchen zu besammeln, die könnte ich dann eigentlich auch noch mal sammeln. Da muss ich mal gucken, weil bei GTA 3 kam es ja auch ganz gut an, die ganzen Päckchen zu haben auf jeden Fall. Weil bisher habe ich ja noch nicht so viel eingesammelt. Müssen wir einfach mal schauen, was sich denn dort jetzt noch so finden lässt. Ansonsten, ja, mal schauen, was als nächstes drankommt. Ist wie gesagt noch offen. Wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, was ihr unbedingt mal sehen möchtet oder nicht sehen möchtet. Vielleicht auch San Andreas, man weiß nicht. Einfach mal abwarten. Und so lange kann man ja dann auch mal selber ein bisschen spielen. Schade, dass das Spiel keinen offiziellen Multiplayer hat. Das wäre nämlich auch ganz lustig. Kann ich mir zumindest vorstellen. Naja, so lange muss man auf jeden Fall mit dem Singleplayer vorlieb nehmen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt schauen wir mal, was wir denn so an Geld bekommen und speichern das Spiel dann natürlich auch, weil wäre sehr ärgerlich, wenn man das jetzt nicht speichert. Deswegen schauen wir einfach mal, was das Spiel uns jetzt so zu bieten hat. Wenn es denn überhaupt irgendwas zu bieten hat. Ja, 30.000 haben wir bekommen. Und da laufen schon wieder Leute in meiner Wohnung herum. Warum? Was macht ihr hier? Die sollen hier nicht rumlaufen. Ich lasse ihn mal trotzdem mal am Leben. Und ja, wir speichern das Spiel und sehen uns nochmal das Telefonat hier an. Na gut, Mercedes kennen wir ja schon. Und ich würde sagen, ja, das war's von Vice City und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Von daher bis später, der Pump.